So, jetzt wird's spannend. Fabian Hambüchen mag dieses Gerät gar nicht. Wenn Sie gerade eine Kuchengabel in der Hand halten, hinlegen, Daumen drücken. Das ist sein Zittergerät. Da muss er kämpfen, um jede Kreisflanke. Um jeden Schwung muss er kämpfen, Fabian Hambüchen. Na also, da ist er durch. Und das kurz vor Weihnachten. Im Duell Fabian Hambüchen gegen Pauschenpferd steht es 1:0. Immer wieder hat er an diesem Gerät Wetten laufen. Im Sommer sah es danach aus, als könnte Fabian Hambüchen zum ersten Mal deutscher Meister werden an diesem Gerät. Und da hat er gewettet mit seinem Papa, wenn ich deutscher Meister werde, dann rasierst du dir deinen Oberlippenbart ab. Der Papa Wolfgang, der ja auch sein Trainer ist, konnte die Wette locker annehmen. Fabian wurde nicht deutscher Meister am Pauschenpferd. Ja, aber so wie der grinst, weiß er die nächste Wette zum Thema Pauschenpferd kommt. Noch vier, das Zeichen, noch vier Geräte, Ringe, Sprung, Barren, Reck. Und dann ist auch die Saison für Fabian Hambüchen zu Ende, der ja nebenher Sport studiert. Wieder in Wetzlar trainiert bei seinem Papa, weil die Doppelbelastung einfach zu groß war. Mal in Köln trainiert, da kam der Papa Wolfgang dann hin, hat mit ihm in Köln trainiert. Manchmal haben sie in Wetzlar trainiert, dann gab es einen Schnitt. Fabian wieder in Wetzlar.